Moin Moin, willkommen zurück bei Addicted RC. Heute mal woanders, nicht in der Werkstatt. Du brauchst gar nicht lachen. Wir sind... Dein Ernst? Ist das dein Zweier? Wir haben voll auch Wir sind jetzt so hoch auf dem Flugfeld hier und versagen an unseren Speedruns, deswegen... mache ich jetzt das Unboxing hier, weil mir langweilig ist und ich zu Hause keinen Bock mehr habe. Deswegen mache ich es jetzt hier. Ja, machst du das bitte hier. Armatarion ist heute angekommen. Gekauft bei Spielzeugkiste Apen. Super schneller Versand, bedanke ich mich dafür. Danke Alex, danke Claudia. Wir gucken einmal rein jetzt. Oder was ist neu, sagen wir es mal so. Neu ist natürlich klar. Zweitschnellster Versand. Du darfst die Kamera übrigens bedienen und auch so hin und wieder mal zoomen. Wo ist denn der Zoom? Oben und am Mikro so. Ja, haben wir es? Ah, da! Du musst die Kamera auch trotzdem bedienen. Leck mich fett. Bist du jetzt eigentlich einer Wahnsinn, der Ersten in Deutschland? Ich bin einer der Ersten in Norddeutschland. So, mach mal weiter jetzt hier. So, pass auf. Neue Technik. Wie schon im Typhon, wie im, ja, Typhon. Typhon. Nee, Typhoon. Aber es sagen nur Leute, die nicht lesen können. Wir haben die neuen Motoren, wir haben neuen Regler, wir haben neuen Flügelhalter in Hartplastik oder in diesem neuen Kunststoff. Neue Funke ist drin, das ist alles ganz genau so wie Arma das jetzt in einem durchzieht mit ihren Autos. Sehr zufriedenstellend, gerade die Standardfunke ist mega. So, gucken wir hin. So sieht das aus. Fertig? Nein, Quatsch. Was ist hier drin? Klar, hier ist die Funke drin. Zu der, ja, soll man großartig sagen, keine Antenne. Auch der Empfänger, die neuen, haben keine Antennen mehr. Finde ich sehr geil, muss ich sagen. Und hat eine überraschend sehr hohe Reichweite. Richtig gut. Und für eine Standardfunke einfach... Ihr könnt bei Arma nichts verkehrt machen. Sind die Batterien dabei? Keine Batterien dabei. Gute Frage. So. Dann. Der. Was ist denn jetzt? Ich hab mich gefunden, aber mir auf meiner Fahrradtür. Hast du mal einen Schwenk mal hier über die Zuschauerränge? Ja. Nee, lieber nicht. Ja, los, bin am Dampfen hier, wa? So, was ist dabei? Es ist eigentlich der übliche Kram dabei, der sonst immer dabei ist. Wir haben Werkzeug, Radmotorschlüssel, einen kleinen Kreuzschlüssel, dann haben wir sämtliche Imbusschlüssel. Das ist alles das wie immer. Für die, die noch nicht wissen, was das ist zur Akkubefestigung. Da könnt ihr nämlich oberhalb des Akkus die auf die Akkus drücken. Ich hole das mal raus. Das habe ich schon mal erklärt, aber das hier ist zum Beispiel, hast du? Ja. Gut. Das ist zum Beispiel eine Befestigung für zwei Akkus, wenn sie rund sind. Sowas habe ich auch hier, aber die macht ihr im Grunde oben auf die Akkus, macht das so fest und dann nimmt ihr quasi den Straps. Ich bin da rangezoomt, nicht so viel hin und her. Entschuldigung. Ja. Geht's? Ja, ja, gut. Ja, alles super. Dann macht ihr das Klettband rüber und die Akkus sind super befestigt. So, und das habt ihr im Grunde auch genauso hier. Also für einen dicken Akku oder zwei viereckige Akkus, quadratische, eckige, sagen wir es mal so. Beiliegend. Ritzel. Speedritzel. Liegt bei, wie immer. Nun habe ich ja auch mal herausgefunden, dass das von Modell zu Modell anders ist, welches Speedritzel wo und welches hier generell drauf ist. Ich weiß es jetzt gerade nicht. Ah ja, man sieht's. Steht hier auf dem Beschreibungsschild hier. Hier steht dann aktuell Standard sind 13 Zähne und Speed sind 15 Zähne. 15 Zähne liegen bei. Was ich echt geil finde. Gut, ich fahre sie jetzt nicht mehr, aber finde ich echt geil von Arma. Hier liegen dann so XC90 bei. Ne, mit diesen neuen. Oh, es geht wieder los. Na, halt mal hin da.
Ein kleines Intermezzo. Aus. Abgewirkt. Und dann noch da. Wir können weitermachen. Ärgerlich. So, die neuen XC90 sind dabei. Mit diesen, ja. Wie, der hat einen Starter? Das ist doch scheiße. Und wieder 10 Liter weg. Ich glaube, da müssen wir nochmal abwarten hier, ne? Ja. Aber das ist es wert. Was sieht man sowas immer? Das eine Hand klingt ganz gut. Jetzt bin das gleich so. Ja. Darf es jetzt weitergehen? Zurück zu Lück. Zurück zu Lück. Danke, Anke. So, weiter geht's. Holen wir das Auto jetzt mal raus. Gedongchen weg. Also ich muss sagen, als ich den auf den Bildern gesehen habe, habe ich gesagt, die Karo ist scheiße. Also die neue gefällt mir nicht, weil dieses Blau hinten einfach zu blau ist. Gerade weil man, weiß nicht, überall hier im Weißen sind silberne Streifen, im Roten sind silberne Streifen, im Blauen werden sie heller. Da hätte man auch wieder, wo ich die silbernen Streifen nehmen können und ja, aber egal. Wir haben die neue, oder für Arma, die neue Karo-Halterung, die hier dran ist. Mit diesen Gummibändern, beim Typhon sind sie übrigens gerade gerissen. Haben eben halt den Geist auf, aber ich naja. Auch cool. Wir haben die neuen Felgen, wie beim Typhon. Typhon. Finde ich optisch richtig geil. Und ja, gucken wir mal rein. Komm mal mit der Kamera jetzt näher, beim Stativ. Achso, du hast nicht die neue Made reingemacht. Der sagt das. Sag einfach nein und dann ist gut. Nein. Entschuldigung, kannst weitermachen. Danke. Ja, wir sehen hier ganz normal ja, der neue Motor, der neue Regler. Sehr schön geworden. Genau, Servo ist optisch, sieht es aus wie das alte, ist aber überarbeitet worden. Bei mir im Typhon hält es immer noch. Ich fahre damit immer noch, das fährt super, lenkt. Tut das, was es soll. Hier die ersten sind wohl schon gestorben. Ja, es sind wohl schon ein paar gestorben, ja, aber hier sieht man gleich, XC90 sind da, hier ist der Noob-Stecker. Falls man dann... Oh Mann, ey. Oh, oh. So, wieder weg, weiter geht's. Ja, zu den Steckern, klar, ihr könnt zwei Akkus anschließen, ihr könnt auch, sie haben gleich dafür gesorgt, dass ihr auch nur mit einem fahren könnt. Das ist hier alles schön vorgesehen. Ich werde das heute noch testen, weil ich habe mir einen kleinen Adapter gebaut. Wollte ich ihn hingeschmissen? Wo ist er hin? Da! Ich fahre ja mit 6mm Goldies und habe mir das dann heute hingelötet und werde quasi dann so fahren an meinen Akkus. Das ist nur für heute. Ich werd mir das hier natürlich komplett umlöten. Aber wenn ich schon mal hier bin, kann ich auch gleich einen Speedrun machen. All den Kram mache ich gleich noch. Und dann haben wir das gleich schön alles abgearbeitet. Unterschied zum Kraton. Ganz klar, wir haben eine schmalere Spur. Und zwar, der Kraton hat einfach breitere Mitnehmer. So, was hat der Kraton noch, was der Talion nicht hat? Der Kraton hat den Käfig hier oben, weil die Karosserie eben ja, leicht monströser ist, sagen wir es mal so. Und der Kraton hat einen anderen Heckspoiler. Der Talion hat den gleichen Heckspoiler wie der Typhon oder der Typhon hat den gleichen Heckspoiler wie der Talion, kann man sehen, wie man will. Finde ich aber wirklich, eigentlich finde ich wirklich hübscher, muss ich sagen. Was mir jetzt gerade auffällt, weil ich es gerade sehe,
die haben was am Mitteldiff geändert. Und zwar, sieht man das, Basti? Die Mahnenschraube. Warte, zoom mal ran. Warte. Warte, ich halte mit dem Werkzeug drauf. Da? Da? Er will gerade nicht fokussen. Ja, dann zoom nicht so weit ran. Jetzt. Da die Mahnenschraube. Das hatten die alten Differentialgehäuse nicht. So, und da könnt ihr dann natürlich, oder ihr müsst wahrscheinlich dann darüber den Stift für das Kegelrad mitnehmen. Hm? Möchtest du irgendwas sagen, Michi? Gut. Ja, Federung, klar, funktioniert super. Stabis arbeiten, finde ich richtig geil, dass die immer dabei sind. Hier fällt gleich auf, an der Empfängerbox, hier guckt wirklich keine Antenne raus. Der Empfänger hat wirklich kein Kabel und hat trotzdem eine mega Reichweite. Und ja, also zu den Reifen kann ich nur sagen, die fühlen sich erstmal ganz gut an. Allerdings wissen wir, dass die beim letzten Modell auch nicht so, also beim Talion V1, nicht so prickelnd waren, dass die ziemlich schnell runter waren. Und mal gucken, wie lange die halten oder ob die einfach scheiße sind. Ich weiß es nicht. Haben die Löcher in den Felgen? Ja. So, die werde ich gleich zukleben und einfach Löcher außen rein machen. Aber naja. Ja, das war's zum Unboxing. Mehr muss man eigentlich gar nicht sagen. Er ist da. Ich freue mich. Leider finde ich, muss ich sagen, ein bisschen spät für dieses Jahr. Weil es wird wieder kälter und ich habe keinen Bock, dass mir wieder alles bricht, wenn es kalt wird. Also ich weiß nicht, wie oft ich den jetzt fahren werde oder ob. Natürlich werde ich ihn fahren, aber nicht mehr lange. Höchstens noch ein, zwei Monate und dann war es das. Dann stehe ich sie alle hin, dann lasse ich sie über den Winter ruhen und dann ist gut. Ja, das war's. Von daher sehen wir uns gleich beim Speedrun, beim First Run, wie auch immer. Bis denn. Kleines Update eben noch. Das ist jetzt übrigens der Lipo, mit dem ich gleich fahren werde, 4S. Was anderes habe ich nicht mit, aber was ich natürlich sofort einbauen werde, was ich von Michael Meyer Industries bekommen habe, Skidplatten. Richtig schöne, kleine, leichte Dinger. Sind nicht im Weg. Kann man super schnell gleich montieren. Die werde ich gleich montieren. Was habe ich noch bekommen? Das werde ich aber nicht montieren, da habe ich die Lüfter nicht da. Und zwar kriegt er von mir auch gleich eine Kühlung. Das ist nämlich das, was im Grunde Phase One Stefan auch hat. Und zwar kommt das hier hin und schon habe ich Platz für 240er Lüfter über dem Motor und kann ordentlich schön den Motor kühlen. Und hier ist natürlich die Kappe dann dafür. Das sieht dann hier so schön aus. Ja, finde ich sehr geil. Baue ich gerne ein. Zu Hause liegt noch der Alu-Servo-Halter. Den habe ich nicht mitgenommen, aber ja, Spaß. Bis dann.